In diesem Video schauen wir uns den Usenet Provider News Hosting einmal genauer an. News Hosting bietet direkten Zugriff auf den Hivehind Backbone und ist daher besonders interessant. Los geht's nach dem Intro. Hivehind bzw. Omicron ist einer der größten Infrastrukturbetreiber im Usenet. Viele andere Usenet Provider verlassen sich auf diese Infrastruktur. Bei News Hosting sieht es etwas besser aus. Hier bekomme ich direkten Zugriff auf den Hivehind Backbone. Dieser war auch schon als UNS Backbone bekannt. Hier gibt es also nichts zu meckern. Das ist einer der großen Pluspunkte, die ich bei News Hosting habe. Ein weiterer Punkt, der interessant ist, ist die Downloadgeschwindigkeit. Wie hoch ist die bei News Hosting? Naja, ich hatte den Vertrag mit 60 gleichzeitigen Verbindungen. Damit konnte ich meine Gigabit-Leitung voll auslasten. Das ist dabei nur die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit ist, dass ich auch mit 30 Verbindungen bereits mein Gigabit ausgelastet habe. Für dich heißt das, du musst nicht zu dem überteuerten Vertrag mit 60 Verbindungen greifen. Es reicht auch völlig, den Vertrag zu nehmen, der hier mit 30 gleichzeitigen Verbindungen zu Buche schlägt. Volle Punktzahl also auch bei der Geschwindigkeit. Kommen wir zur Vorhaltezeit der Dateien, zur sogenannten Retention. Damit ist die Zeit gemeint, die es dauert, bis der Provider eine Datei löscht. Dateien werden sozusagen mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum versehen. Läuft dieses ab, wird die Datei gelöscht. Das war im Usenet früher ein echtes Problem, da gab es schon so Fristen von 30 Tagen. Aktuell hat News Hosting eine Frist von über 4600 Tagen. Das heißt, ich kann heute noch Dateien finden, die vor 12 Jahren hochgeladen wurden. Das ist ein krasser Kontrast zu sogenannten One-Click-Hostern, die teilweise schon nach 30 Tagen Dateien löschen. Aber wie komme ich jetzt eigentlich an diese Dateien ran? Das ist immer die größte Frage im Usenet. Da hört man schnell solche Begriffe wie Indexer. Für Einsteiger ist das gerne mal eine kleine Hürde, aber hier kann News Hosting aushelfen. News Hosting bietet einen eigenen Newsreader an. Dieser kann Dateien nicht nur finden, sondern auch direkt herunterladen und entpacken. Es ist also kein zusätzlicher Indexer nötig. Das ist gerade für Einsteiger ein sehr nützliches Feature. Kommen wir jetzt zu guter Letzt zu den Preisen und zu den Zahlungsmethoden bei News Hosting. Bei den Zahlungsmethoden sieht es für deutsche Nutzer etwas mau aus, wie ich finde. Ich hätte mir eine Zahlung per Lastschrift gewünscht. Tatsächlich wird nur PayPal und Kreditkarte unterstützt. Bei den Preisen sieht es auch nicht besonders rosig aus. Meiner Meinung nach ist nur einer der drei Tarife wirklich interessant und dieser schlägt dann mit 10,88 Euro zu Buche. Sind aktuell 12,95 Dollar. Immerhin bekomme ich bei diesem Tarif unbegrenzten Zugang zum Usenet. Fassen wir also nochmal zusammen. Auf der Habenseite steht bei News Hosting die sehr hohe Geschwindigkeit von 1 Gigabit pro Sekunde, selbst wenn ich nur 30 Verbindungen habe. Für Einsteiger ist es toll, diesen Newsreader zu haben. Man muss sich also nicht mit den ganzen Begrifflichkeiten rund um das Usenet beschäftigen, sondern bekommt direkt ein Programm geliefert, das vorkonfiguriert ist und die Downloads direkt starten können. Die Vorhaltezeit der Dateien beträgt über 4600 Tage. Viel länger gibt es im Usenet gar nicht. Zudem ist ein kostenloser Test möglich, du kannst also ausprobieren, ob der Anbieter überhaupt was für dich ist. So ein bisschen Kritik muss ich jetzt am Ende natürlich auch noch üben. Also der Preis ist ziemlich hoch, das ist schon mal der erste Kritikpunkt. Und der zweite Kritikpunkt ist technischer Natur. In dem Newsreader von News Hosting ist leider SSL nicht standardmäßig aktiviert. Falls du dich jetzt also für diesen Anbieter entscheidest, achte bitte darauf, dass auch die verschlüsselte Verbindung aktiviert wird. Jetzt kommt noch ein Tipp von mir. Schau auch mal in die Infokarte, dort habe ich einen Test zu EWK, das ist ein Konkurrenzanbieter, die gehören zwar zur gleichen Muttergesellschaft, trotzdem ist EWK etwas günstiger. Egal für welchen von beiden du dich entscheidest, ich würde mich natürlich freuen, wenn du meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung nutzen würdest. Ansonsten blende ich dir jetzt noch ein paar weitere Videos zum Thema Usenet in der Outcard ein.